Du gehörst auch zu denjenigen, die einen großen Abo vor Teppichboden haben und so ein Ding würde bei dir nie in die Räume kommen? Ich bin Simon vom Team Schatz und in den nächsten Punkten zeige ich dir, warum ein Teppich eine ganz coole Sache sein kann. Also eine sehr gute Sache ist auf jeden Fall ein Teppich, wenn es um Raumschall geht. Raumschall und Trittschall würde ein Teppich auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Wenn ihr ein Homeoffice-Büro habt und dort viel kommuniziert, viel sprecht und ein Schallthema habt, weil ihr vielleicht viel Glas habt, dann wäre ein Teppich eine Überlegung, dies einfach etwas zu steuern. Klar, fällt genauso Staub an wie bei einem Hartbelag, wie Parkett oder Fliesen auch. Der Vorteil bei einem Teppich ist eben, dass dieser Staub im Teppich gebunden bleibt. Somit habt ihr die Möglichkeit, das einfach mit einem Sauger rauszusaugen und ihr habt keine Wollmäuse, die dann in die Ecken verschwinden oder unter die Schränke drunter huschen und ihr dann die dort wieder rausholen müsst. Das Thema Flecken ist beim Teppich immer ein großes Thema. Klar, ein Hartbelag lässt sich natürlich leichter abwischen, wie wenn jetzt zum Beispiel Cola oder Rotwein, Kaffee etc. auf den Teppich runterfallen. Aber auch da gibt es sehr gute Möglichkeiten, den Teppich zu reinigen. Die Teppiche sind auch oftmals so ausgelegt, dass sie den Schmutz schon gar nicht so brutal ansaugen. Und wenn ihr dann zum Reinigen vom Teppich ein kleines Stück Teppich übrig habt, von dem Verleger, der einfach euch das da lässt, dann könnt ihr mit diesem Teppichstück und oftmals mit klarem Wasser den Fleck rausreiben. Und wichtig ist, dass ihr eben ein Teppichstück nehmt, weil dann bleibt die Farbe erhalten und ihr verfärbt den Teppich nicht, wie wenn ihr jetzt mit einem weißen Baumwolltuch zum Beispiel drauf geht. Also, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Immer reinigen von Teppichen mit dem gleichen Material. Am besten das vom Teppichleger sich ein Stück da lassen. Ein Teppich ist somit auch sehr robust. Es gibt ihn in unterschiedlichsten Ausführungen. Aus dem Kindergarten kennt man gerne den Nadelfilz, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Wohnzimmer haben möchte. Es sei denn, ja, man will das etwas kratziger haben, aber ich denke mal, das möchte man da nicht unbedingt. Aber es gibt auch hochflorige, niederflorige Teppiche, die da sehr robust sind und eigentlich eine wirklich gute Alternative bieten. Die Wärme ist bei einem Teppich eine ganz entscheidende Sache, weil die Wärme an sich eigentlich von keinem anderen Belag so gut transportiert wird wie von einem Teppichboden. Vor allem dann, wenn ihr keine Fußbodenheizung habt. Diesen Teppich kann man, ich sag mal, auch nur partiell auslegen. Das heißt, der Teppich wird dann außenrum eingenäht, sodass mit dieser Teppich quasi als loser Teppich da liegt und muss nicht zwangsläufig auf die ganze Fläche fest verlegt werden. Und somit kann man einzelne Bereiche, wie zum Beispiel unter einem Sitzplatz oder also eine Sitzplatz-Essecke, sage ich mal, oder auch unter einer Couch, so ausstatten, dass wenn man dort sitzt, einfach auch warme Füße bekommt. Die Vielfalt von den Teppichbelägen ist sehr groß. Da gibt es, wie ich gerade schon angesprochen habe, verschiedene Flurhöhen. Es gibt verschiedene Macharten von den Teppichen, unterschiedlichste Farben. Also auch da sind euch keine Grenzen gesetzt in der Gestaltung. Wenn ich euch jetzt nicht von dem Teppichbelag überzeugen könnte, was hoffentlich nicht an meiner Überzeugungskraft liegt, sondern daran, dass ihr einfach kein Fan von Teppichböden seid, ist es nicht schlimm. Wir haben in unserem Kanal Videos, wo es um andere Beläge geht, wie Parkett oder Vinyl. Dann schaut gerne dort vorbei und informiert euch darüber, auf was dort zu achten ist.